Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir geben uns eine neue Folge von Haus des Geldes. Wir sind angekommen bei Folge 1, 2, 3, 4. Freunde, da kommt meine Spanische jetzt raus. Natürlich 2 Jahre Spanisch. Wir könnten die Serie eigentlich auch im UV gucken, ohne Untertitel. Aber dann habe ich irgendwie im Abschlusszeugnis doch nur einen Punkt gehabt in Spanisch. Wie das passiert ist, weiß ich auch nicht, Freunde, ja. Aber wir sind heute back auf jeden Fall mit Folge 4. Paso Doble. Paso Doble heißt die Folge. Und es wird langsam heiß, Freunde. Es wird langsam heiß. Wir haben 8 Folgen insgesamt. Bedeutet, das ist jetzt die Hälfte. Und in der Hälfte von der Serie passiert ja eigentlich immer noch was Großes. So, Mid-Season-mäßig. Das heißt, tendenziell ist diese Folge sehr groß. Sehr, sehr groß. Wie andere Sachen, die ich jetzt hier nicht gerade aus Jugendschutzgründen erwähnen möchte, ja. Ich freue mich aber drauf, Freunde. Ich würde sagen, wir schauen zusammen rein. Die Folge geht 53 Minuten und 12 Sekunden. Ihr drückt auf Start, Freunde. Macht euch ready, schnallt euch an. Schnallt euch ab vielleicht auch. Holt euch was zu trinken, was zu essen. Perfekt. Drückt auf Play, Freunde. In 3, 2, 1. Komm. Ah. Alright. Das habe ich eingesungen damals, Freunde, 2013. Ah, schöner Mann, schöner Mann. Und das ist ein noch schönerer Mann, Freunde. Ein noch viel schönerer Mann. Hi. Fünf Jahre vor Stunde X, alright. Oh, es ist so ungewohnt, das jetzt so zu sehen, so belaufen, das alles zu sehen. Lol. Das ist so komisch, das jetzt so zu sehen, alles. Mit so Leuten drin einfach. Wo jetzt einfach Leute knien und schlafen. Lol. Alfredo. Das werde ich machen, sehr gerne. Also er hat so einen Kuli eingesteckt. Vielleicht sammelt er Kugelschreiber, sammel ich auch. Ey, das ist wirklich so komisch, das jetzt alles so zu sehen hier. So belaufen. Das ist nice, die Charakter zu sehen. True. Ey, das ist so nice, die Charakter hier so in ihrem natürlichen Umfeld zu sehen. Hä, aber echt ein komischer Typ, Alter. Ach, back to reality, Alter. No. Oh, sie ist eine Ehrenfrau. Eine Ehrenfrau. Oh, Ehren-Nairobi, Leute. Ehren-Nairobi einfach. Hä?
Okay, wait. Es ist possible, weil der Typ ist free, obvious, wissen wir. Nein, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das nur träumt, dass das Halluzinationen sind. Gegeben von ihrem jetzigen Zustand gerade. Es könnten nur Halluzinationen sein oder so Träumen. Fiebertraum halt, Fiebertraum, sowas mäßiges. Oh no. Fuck. Ey. Tut Nairobi einfach nichts an. Retalk. Retalk. Oh, natürlich wachen wir nicht bei der Szene wieder auf, Alter. Ah, fuck, Alter. Oh nein, das ist real. Es ist real. Es ist real. Es ist real. Ey, bitte gib ihm so einen Knockout, bitte. Oh, am liebsten Helsinki. Am liebsten Helsinki. Am liebsten soll Helsinki kommen und ihm einfach so eine Bombe geben. Oh nein. Oh ja. Oh. Oh ja. Ja. Ein noch, ein noch. Ja, der war wichtig, wichtig. Ja, Mann. Oh, ja, finde ihn bitte. Oh, ich will einfach sehen, wie Helsinki ihn einfach irgendwie richtig vermöbelt. Einfach so auf Bud Spencer Style. Bitte gib mir einfach noch ein Ding. Ich würde es fühlen. Oh fuck, Alter. Ja, der Widerstand wahrscheinlich, oder? Oh, ich dachte echt, der schießt ihn ins Bein oder so. Ah, fuck, Mann, stell dir das einfach vor. Drei Stiche. Drei winzig kleine Stiche im Hals. Oh. Oh. Die drei zusammen. Liebe, einfache Liebe.
Oh. Oh. Irgendwas mit dem Kugelschreiber, den er eingesteckt hat. Irgendwas mit dem Kugelschreiber. Fühle ich. Ah. Hä? Weirdo. Er wird nicht bezahlt einfach. Er ist einfach arbeitslos, hat er gerade gesagt. Er wird nicht bezahlt, wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich wird er nicht bezahlt. Er macht es nur an die Liebe für die Menschen, aus der Liebe für die Menschen. Wahrscheinlich. Er ist ein Ehremann. Er ist ein Ehremann. True, true, true. Ich ekle mich Real Talk echt vor ihr. Ich ekle mich richtig vor ihr. Aber auch einfach, weil sie eklig ist, Mann. Sie raucht während der Schwangerschaft und so. Uah. Ekelhaft. Angenehm. Hä, schön. Oha. Ich weiß nicht, ob sie jetzt pokert. Okay, sieht real aus. Aber ich glaube ihr gar nichts. Ich glaube ihr gar nichts, Alter. Ich glaube ihr gar nichts.
Ey, sorry, ich kann kein Mitleid für Sie haben. Gönne ich ihr nicht, Alter. Ich gönne ihr das nicht. Ich gönne ihr mein Mitleid nicht. Gönne ich ihr nicht. Oh, ja, jetzt können sie reden, oder? Na, wobei es wird alles abgehört. Aber die können. Da ist halt ein riesiger Elefant im Raum gerade. Es ist halt ein riesiger Elefant im Raum. Ah, dieser andere Elefant ist gerade im Raum. Holy shit. Wären sie vom Dienst suspendiert worden für eine gewisse Weile, oder nicht? Real Talk. Real Talk. Real Talk. Holy fuck, Alter. Okay. Bitte. Bitte. Helsinki. Finde ihn. Und ich will nicht, dass auf ihn geschossen wird. Ich möchte wirklich, dass Helsinki ihm so eine Bud Spencer-Schelle gibt, irgendwie. Oder seinen Kopf gegen so eine Wand schleudert. Da sehe ich Helsinki drin gerade. Oh, aber nicht, dass Helsinki was passiert. Der Typ ist eiskalt, das darf man nicht vergessen. Oh, sag nicht, dass das eine Fake-Blutspur ist. No, 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 no. Nein! No way! Oh nein, wie lange kann er das überleben? Wie lange überlebt man sowas? Nicht lange. Eine Minute, eine Minute, 90 Sekunden vielleicht? Nein, nein, du musst sofort das losbinden. Du musst das losbinden. Das Hochhalten bringt doch nichts. Du bist viel zu small dafür. Fuck. Oh, fuck. Holy fuck.
Das kam vom Herzen gerade. Ey. Nein, unangenehm, unangenehm, unangenehm. Unangenehm. Er macht sich jetzt wieder. Ach, unangenehm. Ey, was gibt er hier? Ey, ich weiß nicht, wie abgefuckt Arturito ist. Aber wenn er ihr jetzt so Schlaftabletten oder so gegeben hat, dann ist es wirklich abgefuckt. Ich kann echt keine Sympathie für sie aufbauen, Mann. Selbst danach. Ich kann und möchte keine Sympathie für sie aufbauen. Kann und möchte ich nicht. Ich möchte sie immer noch boxen. Ich bin einfach ganz ehrlich, Jungs. Also, hey. Ah. Jetzt Vorwürfe machen bringt doch gar nichts, Mann. Jetzt Vorwürfe machen bringt gar nichts. Real Talk, Schuss ins Bein. Wäre meine Option gewesen. Real Talk. Das sieht gerade so schlecht aus für die. Jetzt bringt keine Vorwürfe für was.
Das ist der Plan. Ja. Das hat nicht ganz geklappt. Ja. Smart. Smart. Smart, Alter. Lol. Krass, Alter. Ja, natürlich, Mann. Rein. Krass. Maschallah, Digga. Ey, das ist so smart, wie die alles vorher ausgekontert haben. Jeden möglichen Zug voraussehen wollten. Real Talk. Oh, perfekt. Das haben wir gerade zweimal fast gesehen, ja. True. Werden Sie mir eine Falle stellen? True.
Ey. Ich kann es auch ein bisschen spielen. Ich bin ganz ehrlich, ich kann es auch ein bisschen spielen, Leute. Oh, er hat echt Schlaftabletten gegeben, Digga. Oh nein. Ich ahne Schlimmes. Ich ahne sehr Schlimmes. Ich ahne sehr Schlimmes. Ich ahne sehr Schlimmes. Okay, das ist noch okay, ja. Okay, nimm die Brille ab. Jetzt wird's schon komisch ein bisschen. Ey. Oh nein, nein, er macht's echt. Ich habe gehofft, dass er einfach nur so verzweifelt ist und Zuneigung braucht und so mit ihr zusammen einschlafen will und kuscheln möchte. Das wäre schon creepy AF gewesen und eklig as fuck. Der Professor ist back, Alter. Ja, sollte er wirklich. Ich höre ihn auch gerne reden. Oha! Oha, was ist das? Essen! Paella! Ist das Paella? Paella für alle? Das ist Paella! Bruder, ich liebe Paella! Paella, eines meiner Lieblingsgerichte, Jungs. Mashallah. Mit dicken Scampis, Muscheln. Oh. Das ist wirklich Paella, Alter. Oh. Maschallah. Ja, Mann. Der Appell, ja. Maschallah ist einfach richtig geil. Das Problem ist, der kennt halt jede Kamera und jeden Kamerawinkel in- und auswendig. Er weiß exakt, wo er gesehen wird und wo nicht. Das Problem ist auch, er hat Waffen jetzt. Er hat Waffen. Zwei Stück. Not good. Not good.
Holy fuck. Er ist einfach ein Creep. Er ist einfach ein Creep. Okay, smart. 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 Auch smart, dass er sie nicht rausgezogen hat, sondern wirklich einfach kaputt gemacht hat. Dass sie nie wieder Zugriff darauf haben. Ja, er ist weg, er ist weg, er ist weg. Er ist weg. No way, ist er da. Als ob er da reingeklettert ist. No way. Ist er nicht, ist er nicht, ist er nicht. So schnell? Holy fuck. Oh nein, bitte, ich will's nicht sehen. Ich will's nicht sehen. Ab und zu. Oh, ich mag die gerne. Ich mag die echt gerne. Oha. Oh. True. Ey, stell es doch jetzt nicht in Frage. Stell es doch jetzt nicht in Frage. Warum stellst du es jetzt in Frage? Oh fuck, Alter.
Er hat echt die Hölle durchgemacht. Ach, ich weiß nicht, ob das so gut ist, Mann. Oh nein. Er ist wirklich so ein Creep einfach. Er ist so ein Creep. Holy fuck. Ah, oh, Jungs, ich hab richtig Bock auf Felder jetzt. Da habe ich richtig Bock drauf, da sehe ich mich jetzt. Da sehe ich mich jetzt. True. Er ist wirklich gut darin zu provozieren. Das muss man Palermo lassen. Er ist exakt so die Person, die man nicht haben möchte in so einer Situation. Oh, er ist echt gut da drin. Er ist gut da drin. Fuck, Alter. Komm her, Idiot. Okay, was ist, was ist, was ist, hä? Oh nein. Er hat ihm wieder eine Floskel ins Gehirn gesetzt. Oh nein, er hat es wieder geschafft. Er hat es wieder geschafft. Er hat es wieder geschafft. Matthias Ehrenmann. Willkommen. Geh drauf ein. Oh ja, bitte. Maschallah, echt? Danke. Mehr wollte ich doch gar nicht. Es ist einigermaßen wieder gerade Teamwork hier vorhanden. In welchem Raum ist er? Toilet Town, okay. Oh, ich will echt sehen, wie Helsinki ihn irgendwie zerschmettert einfach. Einfach zerschmettert. Ich glaube, das ist der Schweig-Dilemma-Move. Sie sind nicht an derselben Tür. Ich glaube, das ist der Schweig-Dilemma-Move, oder?
Lol, die Waffenkammer. Es war dieselbe. Es war dieselbe. Es war dieselbe Toilette. Das ist ein Geheimgang. Aber nicht die Waffenkammer. Das ist ein bisschen zu Hightech, Bro. Das ist schon fast James Bond-Feeling hier. Warte, was? Oh, Anton Jansas, Alter. Da ist der Waffenschrank. Umkehr ausgeschlossen. Gut. Die wusste Rio doch im Leben nicht, oder? Als ob Rio die Namen alle wusste. Ich glaube nicht, dass er so krass eingeweiht worden ist. Ja, fuck. Lass es Anton Jansas sein. Ja. Sag alles.
Sie müssen ihnen eine Falle stellen mit den Kameras, ein Fake-Szenario erstellen, was auf den Kameras aussieht wie irgendeine Chance für ihn oder so und ihn dann hinterlistig ficken. Box dagegen, ja, Box dagegen. Oh fuck, Alter. Oh fuck. Holy shit. Also, okay. Meine Vermutung vom Beginn: Man hat gemerkt, das war das Mid-Season-Finale. Man hat gemerkt, es ist ganz schön viel Kacke passiert gerade. Oh no, Alter. Was ich mich gefragt habe: Wie realistisch ist das? Das fand ich ein bisschen komisch. Dass es einen Panikraum gibt in der Staatsbank, okay, fühle ich. Aber dann so. Auf, keine Ahnung, so Geheimagentenbasis noch angelehnt mit Überwachungskameras und so ein Waffenschrank mit Granaten und Rauchgas und Tränengas und so. Das fand ich ein bisschen komisch irgendwie. Also, ich kann mir das vielleicht einfach nicht vorstellen, aber ich fände es ein bisschen weird, wenn man, egal in was für einer Bank, so einen Überwachungsraum hat mit so Mediageräten, alten Fernsehern, bababababam, wie man das kennt. Und dann so ein Militärschrank mit Granaten einfach. Das wäre viel zu unsafe, da Granaten zu lagern. Meiner Meinung nach. Und so im Schrank einfach. Und auch dieses Scan-System mit seiner ID, das dann sein Gesicht da auf diesem Display angezeigt wurde, war mir ein bisschen zu heikel. Kam mir ein bisschen weird vor. Ein bisschen. Ich mag es aber nicht bei Serien zu sagen, unrealistisch, aber fand ich ein bisschen weird. Das hat mich ein bisschen. Fand ich ein bisschen komisch irgendwie. Aber ansonsten, holy shit. Nicht gut. Ich habe halt gedacht, das Schlauste, was sie machen könnten, wäre halt so ein Fake-Szenario zu entwickeln. Was auf den Kameras für den Typen so aussieht, was aber in Wirklichkeit nicht so ist. Versteht ihr, was ich meine? Gut. Aber jetzt weiß er ja, denke ich, die Frage ist, wie viel er eben gehört hat. Weiß er, dass sie wissen, dass er es weiß? Denkt mal drüber nach. Also, hat er gerade mitbekommen, dass der Professor checkt, dass er, oder dass der Professor weiß, dass er einen Panikraum hat? Hat er das gehört durch das Earpiece von Tokio? Das ist die Frage, je nachdem, wie laut das war. Andere Frage auch, was macht er mit Tokio? Tokio wird nichts erzählen, dafür ist sie zu willensstark, würde ich behaupten. Aber nicht gut, Alter, nicht gut. Holy shit. Ja, Freunde, das war Folge 4. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns bei Folge 5. Schreibt rein, wie ihr es fandet. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns bei einer weiteren wunderbaren Folge. Freunde, bleibt frisch, bis dahin und ciao.